Hallo, ich bin Daniel Boschmann. Nur für diese Mission bin ich Mike. Und das ist das Merck Innovation Center. Zumindest war es das in seiner letzten Bauphase, als unsere Mission begann. Unsere Aufgabe bestand darin, das Innovation Center rund 40.000 Menschen bei Merck näher zu bringen. Denn genau die sind es, um die es Merck geht. Aus ihnen erwächst die Innovation weltweit. Und genau dafür steht das Innovation Center in Darmstadt. Wir möchten die Menschen von Merck einladen und motivieren, sich auszutauschen, sich einzubringen, sich inspirieren zu lassen und selbst zu inspirieren. Auf der Journey of Innovation. Und so war ich nahezu überall auf der Welt unterwegs, verbreitete die Idee des Innovation Centers bis in die entlegensten Winkel des Merck-Universums. Gleichzeitig haben wir die Mitarbeiter per Videotrailer zu einem Ideenwettbewerb eingeladen. Wie beim Crowdfunding wurden diese Ideen über eine Intranet-Plattform medial vorgestellt, bewertet und mit einer Einladung zur Eröffnung des Innovation Centers belohnt. Bereits kurz nach den ersten Stationen meiner Reise war ich bekannt wie ein bunter Hund. Hier bewährte sich die virtuelle Plattform des Innovation Center. Hier postete ich meinen Reiseblog. Hier wurde die interne Innovationskraft für alle Mitarbeiter sichtbar. This is the journey of innovation and this is finally, and we found it in Sao Paulo, the secret of innovation, and it is you. Und damit bringen wir die Innovation des Merck-Universums von unserer Reise mit in das Innovation Center. So haben wir 40.000 Menschen eingegroovt, neugierig gemacht, zusammengeführt und inspiriert für das sensationelle Grand Opening des Innovation Center in Darmstadt. Und alle kamen. Der Ministerpräsident von Hessen, die Geschäftsleitung von Merck, die Finalisten des Ideenwettbewerbs und die Menschen von Merck. Hier endete unsere Journey of Innovation. Hier wurde gefeiert, hier wurde vorgetragen, hier wurden Grußbotschaften aus allen Ländern zusammengetragen, hier wurde vernetzt, hier wurden die Merck-Innovationen erlebbar und sichtbar. Von hier aus wurde dieser besondere Tag via Livestream auf die ganze Welt übertragen. Hallo Mike. Ah, hallo Michael. Er ist der Leiter des Merck Innovation Centers. Ja, so sieht man sich wieder. Wir haben gelernt, was gute Ideen wirklich brauchen, um zu wachsen. Und das war erst der Anfang.